Hallo zusammen. Ich nehme im Moment ein paar Mikrofontests auf, weil ich mir eine kleine Videoausrüstung zusammenstelle und da ist Mikrofon natürlich auch ein großes Thema. Ich habe mir für mein Smartphone ein kleines externes Mikrofon gekauft, ein Rode VideoMic ME. Das steckt man direkt ans Smartphone dran, ist super praktisch und die Mikrofone im Smartphone, die sind gut fürs Telefonieren, aber die nehmen alles auf. Klar, müssen sie auch, wenn man das Smartphone ans Ohr hält, dann müssen sie natürlich nicht nur von unten, sondern auch von der Seite alles aufnehmen. Während so ein externes Mikrofon, was man da dran steckt, das ist ein Richtmikrofon und ein Richtmikrofon nimmt in der Regel hauptsächlich von vorne den Ton auf. So ein bisschen noch von der Seite, aber auf keinen Fall von hinten. Das ist eine Nierencharakteristik, nennt sich das Ganze. Und jetzt schauen wir aber mal, wie der Unterschied tatsächlich ist. Das interessiert mich natürlich schon. Ich weiß gar nicht, wie teuer das Mikrofon jetzt war. Das müssten so um die 50, 60, 70 Euro gewesen sein. Also jetzt keine riesige Investition. Aber trotzdem interessiert es mich natürlich mal, ob sich das jetzt gelohnt hat oder ob das sich vielleicht nicht gelohnt hat, diese Investition. Das, was ihr im Moment hört, ist bereits das externe Mikrofon die ganze Zeit. Das ist angesteckt im Moment und jetzt werde ich das gleich mal abziehen und dann schauen wir mal, wie der Ton dann klingt. So, jetzt hört ihr den Ton einfach nur durch das ganz normale interne Mikrofon des Smartphones aufgenommen. Es müsste ein bisschen lauter sein, wenn ich die Pegelanzeige richtig sehe. Das werde ich im finalen Video aber noch ausgleichen, denn es geht hier tatsächlich um die Tonqualität. Das bisschen Lautstärke, das kann man ausgleichen. Das ist jetzt nichts, was so gravierend wäre, dass das ein Problem wäre. Aber es geht natürlich darum, ist mehr Raum, weniger Raum da, klingt das Ganze besser oder schlechter? Das werden wir uns jetzt gleich mal anhören. Ich werde mir gleich diese Aufnahme anhören und dann schauen wir auch mal, ob man mit diesem Raumklang nicht vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann. Das geht dann aber über das Mikrofon hinaus. Unterschiede waren hörbar, oder? Das interne Mikro nimmt wesentlich mehr Raum auf. Das heißt, alles, was hier zurückgeworfen wird von den Wänden an Reflexionen, das wird alles mit aufgenommen, während das externe Mikrofon als Richtmikrofon tatsächlich hauptsächlich den Schall von vorne aufnimmt. Ein Grundrauschen ist in beiden Fällen da. Das liegt daran, dass hier direkt daneben ein PC steht und dieser PC hat einen Lüfter, der die ganze Zeit läuft. Ich habe es bewusst nicht ausgemacht, denn Störgeräusche hat man auch in der freien Natur oder wenn man irgendwo aufnimmt unter nicht optimalen Bedingungen. Das heißt, das kann man mit einem Rauschfilter noch ein bisschen reduzieren. Das ist nicht das große Problem. Ich habe es jetzt trotzdem mal drin gelassen, weil ich jetzt die Aufnahmen nicht verfremden wollte. Was aber natürlich noch ein bisschen unschön ist, ist dieser Raumklang. Ich habe jetzt aktuell das externe Mikrofon wieder dran. Trotzdem hört man, da ist natürlich noch einiges an Reflexionen da. Das liegt an dem Raum. Das kann ich nicht ändern. Ich könnte es ändern, indem ich hier hinten zum Beispiel Schaumstoff an die Wände klebe. Das sieht aber nicht so schön aus, deswegen mache ich das nicht. Es gibt aber eine Möglichkeit, über Software das Ganze zu machen. Das nennt sich sogenannter D-Reverb. Das heißt, eine Software, die versucht, aus dem Klang, der vom Mikro geliefert wird, rauszurechnen, was ist der eigentliche Klang, in diesem Fall meine Sprache. Das kann aber auch ein Musikinstrument sein, das kann auch Gesang sein. Und was ist der Hall oder die Reflexionen, die von den Wänden wiedergeworfen werden oder wenn ihr in einer größeren Halle seid, dieses Echo, dieser Nachhall, was ist das eine, was ist das andere und den Hall, den wollen wir raushaben, während wir die eigentliche Sprache behalten wollen. Und da probieren wir jetzt doch gleich mal, ob das nicht funktioniert. Schauen wir mal, was so eine Software zum Austrocknen des Klangs denn kann. Ich habe mir aus der großen Auswahl, die es da gibt, ein Plugin für Audio-Software rausgesucht, wie man sie auch im Musikstudio-Bereich beispielsweise verwendet. Das ist das Plugin D-Room von der Firma Accentize. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist unten auch verlinkt. Ist für relativ kleines Geld zu haben. Nutzt angeblich künstliche Intelligenz, um zu versuchen, den Klang meiner Stimme von dem Widerhall, der hier von den Wänden kommt, rauszurechnen und zu unterscheiden und den unerwünschten Hall rauszurechnen und meine Stimme zu belassen. Das, was ihr aktuell hört, ist der ganz normale Ton, wie er von dem externen Mikrofon kommt, das am Smartphone angeschlossen ist. Und jetzt schalte ich mal das Plugin dazu. So, das klingt doch schon mal ganz anders. Es ist eine relativ trockene Aufnahme vom Klang her. Es ist kaum was zu hören von diesen ganzen Reflexionen, die ich hier im Moment, während ich spreche, übrigens noch höre natürlich. Es ist nicht optimal. Definitiv ist es besser, wenn man in ein Aufnahmestudio geht oder wenn man einen Raum hat, der so als Aufnahmekabine ausgestattet ist.
Das ist natürlich kein Vergleich, denn da muss nicht man das Ganze mit einer Software später rausrechnen, sondern dann hat man gleich eine ordentliche Aufnahme. Aber wenn das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist diese Variante durchaus etwas, wo man mit leben kann und wo man sagen kann, das reicht an Qualität für YouTube-Tutorials und ähnliche Anwendungsgebiete vollkommen aus. So, das war's auch schon. Der Kauf des externen Mikros hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Aufnahmequalität ist deutlich besser. Das wird für Aufnahmen in freier Natur genauso gelten, denn auch da kriege ich dann weniger von diesen unerwünschten Störgeräuschen außenrum und mehr von meiner Stimme, was vor dem Smartphone passiert. Wenn ihr euch auch so ein Mikro kaufen möchtet, damit eure Aufnahmen ein bisschen besser klingen, falls ihr für YouTube was macht, ist es immer wichtig, guten Klang zu haben. Bisschen schlechte Bildqualität verzeiht man euch gerade bei längeren Tutorial-Videos eher als eine schlechte Klangqualität, denn schlechter Klang ist ganz einfach anstrengend zum Anhören. Wenn ihr euch also auch sowas kaufen wollt, ich kann dieses Mikro empfehlen. Ich verlinke euch beide Varianten unten, denn es gibt das Ganze einmal mit einem Klinkenstecker für beispielsweise Android-Smartphones oder auch ältere iPhones und es gibt das Ganze mit einem Lightning-Stecker für die ganzen Apple-Geräte. Da kann man dann sich das direkt an den Lightning-Anschluss machen, denn die neueren iPhones haben ja gar keinen Klinkenstecker mehr. Und wenn ihr noch Empfehlungen habt für externe Mikrofone, für Smartphones oder auch für andere Kameras, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Ich freue mich auf Feedback.